Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Miniserie World of Warcraft. Ich habe sie ganz reißerisch SOD Phase 2 wird wild genannt. Ich will einfach so ein bisschen gucken, was in Phase 2 passiert, was wissen wir. Bisschen Spekulation, da könnt ihr gerne mit mir dann auch mitdiskutieren. Und ich werde es in drei Teile aufteilen. Teil 1 ist PvE, den sehen wir heute. Teil 2 wird sich mit dem PvP auseinandersetzen und Teil 3, da wollen wir ein bisschen über die Klassen schauen. Starten wir, wo es auch im Spiel losgeht, nämlich beim Leveln. Das Level Cap wird auf Level 40 erhöht. Von Level 25 bis 40 brauchen wir 941.200 XP. Das merken wir uns mal, das wird später noch relevant. Und zu erwähnen ist ja auch, dass Blizzard gesagt hat, dass sie immer, wenn eine neue Phase kommt, die XP, die in der vorherigen Phase benötigt wird, reduzieren wollen, um das Aufschließen zu ermöglichen. Ja, wie wird das Leveln jetzt aussehen? Viele haben ja wahrscheinlich schon Quests erledigt für Gold, wodurch dann natürlich Engpässe entstehen können. Auch wenn man überlegt, dass das Schlingentorntal gerade auf PvE-Servern wahrscheinlich sehr unangenehm zum Questen und Leveln sein wird. Also muss man sich Alternativen überlegen. Abgesehen natürlich von den Gebieten, die da möglich sind, wie zum Beispiel Sarati-Hochland, Hillspread, aber das ist halt auch alles. Da wird es auch ziemlich wild zugehen, denke ich mir mal, auf PvP-Servern. Alleine wird es wahrscheinlich irgendwann nervig werden. Was sind unsere Alternativen? Ich habe zum Beispiel jetzt einen neuen Char angefangen. Ich will rerollen. Und auf diesem Char werde ich mir Quests aufheben, beziehungsweise auch schon vorbereiten, was ich dann in der nächsten Phase instant abgeben kann. Wenn ihr das auch machen wollt, hat der YouTuber Keck Warcraft ein tolles Spreadsheet erstellt. Das werde ich euch auch nochmal verlinken in der Beschreibung. Die Quests sind von der Route her sehr gut und geben halt optimal XP. Damit werdet ihr fast drei Level machen können. Also es sind 94.000 XP. Im Spreadsheet steht eh alles drin, könnt ihr euch angucken. Und natürlich lasst dem Keck Warcraft dafür ein bisschen Liebe da. Hat er sich schon gut Arbeit gemacht. Die nächste Alternative ist natürlich der Dungeon Grind. Bis 30 kann man ganz gut im Verlies unterwegs sein und dann auf Krall oder Kloster umschwenken. Kloster wäre natürlich besser, da könnt ihr dann bis 40 einfach durchmachen. Wenn die Allianz seid, ein bisschen blöd hinzulaufen, aber das ist ja dann auch eine einmalige Sache. Voraussetzung ist natürlich, dass Kloster wieder geöffnet wird. Das ist ja jetzt geschlossen. Ich gehe davon aus, wieder geöffnet wird. Ich habe dazu nichts gelesen, aber ich denke, Blizzard hat das ja nur geschlossen, weil da auch mit so Truhen, Kistenloot wurde da abused. Und natürlich kann man das auch mit dem ersten Punkt, mit dem Quest vorbereiten, kombinieren, um dann auch einen schnelleren Start zu haben. Dann möchte ich noch über etwas sprechen, was viele Leute als super schlimm bezeichnen. Ich persönlich denke, dass es ein kleines Problem sein wird. Und da geht es um die Warsong-Marken. Man kann ja nur 20 auf seinen Charakter stacken. Und wenn immer über 20 hat, landen die im Briefkasten und laufen nach 24 Stunden ab. Wenn man jetzt die einfach ablaufen lässt, also man darf sie nicht rausnehmen und löschen oder so, man muss sie ablaufen lassen, kann man sie über die Gegenstandswiederherstellung zurückholen. Man bekommt es dann direkt wieder in den Briefkasten und kann theoretisch genug sammeln, um direkt auf Level 40 zu kommen damit. Jetzt aber das Problem. Erst einmal denke ich, dass Blizzard das fixen wird. Sie haben sie auch mit den Versorgungskisten gefixt. Und wenn man überlegt, dass ein Turn-In von drei Marken nach der Abgabe der ersten drei nur noch 1k XP gibt und wir jetzt zurückdenken, dass man 940.000 DP braucht ungefähr, um auf Stufe 40 zu kommen, ist ja das eine ungeheuerliche Anzahl. Also könnt ihr euch gerne ausrechnen. Der Zeitaufwand wäre auf jeden Fall astronomisch. Wenn man dann Quietzeiten mit einrechnet, dass man nicht jedes gewinnt, auch nicht mit einer Stammgruppe. Also wer das durchziehen will, bitteschön, ich sag mal, man wird locker auf 10 Tage Blade kommen, um da genug Marken ranzukarren.
Also von mir aus kann Blizzard das gerne drin lassen und wer das dann macht, okay. Have fun. Kann natürlich ein paar sammeln, auch also jedermann ein paar sammeln und das bisschen kombinieren mit den anderen Sachen. Aber ja, das halte ich für utopisch, dass man da auf Level 40 wirklich kommt. Aber wie gesagt, ich bin auch überzeugt, dass Blizzard eh rausmachen wird, dass die keine Erfahrung mehr nach dem ersten Mal geben werden. So, dann lasst uns noch zum Abschluss über den neuen Level-Up-Raid, Gnome Regan, das wissen wir schon, dass der neue Raid wird, reden. Ich hatte ja vor BFD überhaupt keine Erwartungen an die Level-Up-Raids. Nach BFD, das aber in meinen Augen schon ziemlich gut war, habe ich aber tatsächlich sehr große Erwartungen. Das ist natürlich jetzt, man empfindet natürlich dann BFD gut, weil die Erwartungen gering waren. Jetzt sind die Erwartungen dementsprechend höher. Da wird es schwerer, dass man es noch so gut findet. Ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe, ist zum Beispiel, dass die Epics aus BFD noch relevant bleiben, würde ich toll finden. Ich glaube, die Blues werden es nicht bleiben, aber sollte halt schon irgendwie einen Sinn gemacht haben, das jetzt die ganze Zeit zu raiden. Und ich hoffe halt, dass in BFD dann entsprechend Epics für die anderen Klassen kommen, also zum Beispiel irgendwelche Einhänder. Gespannt bin ich auch, was sie mit dem World Buff aus BFD machen. Wenn der relevant bleibt, hat man natürlich den Grund, BFD zu laufen. Aber wie spaßig wird das auf Level 40 sein, da dass man dann 10 Minuten da schnell durchrusht? Ich könnte mir zum Beispiel sowas vorstellen, dass es in Gnome Regan einen neuen World Buff gibt, der dann den BFD überschreibt. Bisher wissen wir leider noch gar nichts. Deshalb hoffe ich, dass Blizzard da bald mal ein paar Sachen rausrückt. Und bin sehr gespannt. So, das war's auch schon zum Thema PvE. Im nächsten Video werden wir über PvP sprechen. Und dann noch in einem gesonderten Video nochmal über die Klassen, was da so auf uns zukommt. Diskutiert gerne mit mir in den Kommentaren, wie ihr leveln werdet. Seht ihr Probleme beim Leveln? Freut ihr auf den neuen Raid? Ich bin gespannt. Und sage euch wieder mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.